An der Stelle, Leute, mal ganz kurz, weil ich es immer vergesse, ihr könnt auch gerne abonnieren, das würde mich sehr freuen, falls ihr nicht gemacht habt natürlich, und ein Like, einen Kommentar, ist auch mal super, macht den Papa glücklich und checkt gerne meinen Partner aus, Just Legends, der Videobeschreibung verlinkt, und dann würde ich sagen, legen wir jetzt los. Was geht ab, Zeus hier, willkommen zu eBay Kleinanzeigen WG. Ja, wer es weiß, ich war ja vor kurzem mal zu Gast bei denen für 2 Videos, das jetzt das erste schon online gegangen ist. Ich hoffe, ich darf überhaupt darauf reagieren, wir testen es aber mal an, und wenn es nicht geht, dann ist es nur für euch. Ich weiß gar nicht, weil es ist ja an sich ein YouTube-Kanal, aber es ist nicht Funk, das ist eBay. Ja. Es ist eBay. Mag eBay das, was darauf reagiert? Ich weiß es nicht. Ich würde es eBay raten nur, weil es ist immer mehr Reichweite. Aber manche sehen es auch anders. Genau, da war ich mit dabei und ich kann jetzt auch während der Reaktion ein bisschen erzählen, wie es dort war. Das heißt, wir können so ein bisschen Reaktion mit Behind-the-Scenes-Infos füllen. Wir schauen rein. Aus dem Weg! So, erste Info. Dieser scheiß Feuerlöscher ist echt. Und der war schwer as fuck. Ich muss ihn hochheben, aus dem Weg rein. Dann nochmal, aus dem Weg. Aus dem Weg. Und immer war ich so, boah, Alter, ich kann nicht mehr. Der Helm, der war zwar festgemacht, aber trotzdem hat er gewackelt wie Sau. Das war echt anstrengend. Klar, schön, dass du da bist. Wo ist das Feuer? Wo ist das Feuer? Welches Feuer? Was machst du hier? Notruf gewählt, wo ist das Feuer? Malte, hast du schon wieder den Notruf gewählt, weil dein Ping zu hoch war? Schon seit 2 Wochen nicht mehr, versprochen. Ich habe auch niemanden angerufen. Also, brennt es hier nicht? By the way, könnt ihr gerne meine Schauspielerei mal bewerten, von 1 bis 10, hier im Chat und auch in den Kommentaren natürlich auf YouTube. Nicht, dass ich wüsste. Ist es nicht, dritte Stockwerk rechts, irgendwas mit Lingling? Ach, ja, gut, dass Sie da sind. Kommen Sie mit, ich habe hier einen Notfall. Meinen Sie, wir müssen Verstärkung rufen? Wo ist das Problem? Na hier! Sollen wir das Gebäude evakuieren? Bin ich blind? Was ist denn los, Tommy? Na, hört ihr das Problem denn nicht? Da tropft's. Das war, by the way, gar nicht geplant, meine Spiegelung hier. Ich weiß noch, wie der Kameramann meinte so, Zeo, geh mal so ein bisschen in die Hocke. Nicht so, so? Ja, genau, genau. Noch ein bisschen zurück, ein bisschen hoch wieder. Ja. Und jetzt hat man einen Satz. Ich hab's gesagt. Und dann war er so, und was war das denn jetzt gerade? Und erst im Nachhinein weiß ich, was los war. Der hat gesehen, da ist die Spiegelung. Und war so, wow, ist das geil. So, im Nachhinein sieht man mein Gesicht da drin. Und ich sage, da tropft's. Da tropft's. Ja, ach. Und dafür hast du die Feuerwehr gerufen? Was soll die denn machen, außer noch mehr Wasser mitzubringen? Ja, Dings, das Problem lösen? Da hilft doch mein Feuerlöscher auch nicht weiter. Um einen Feuerlöscher habe ich auch gar nicht gebeten. Mit Feuer wäre ich sehr gut selbst zurechtgekommen. Tommy, greif unseren Gast nicht an. Also wenn man Notruf lügt, dann bekommt man ein Bußgeld aufgebrummt. By the way, wegen Corona hatten wir immer Masken auf. Also deswegen ist auch immer nur ein Menschenbild. Wir alle anderen mussten Masken tragen. Und das war ein bisschen schwer beim Schauspielern, weil der Gegenüber, du hast nur die Augen gesehen und konntest mit dem gar nicht acten, weil du warst ja so vermummt. Aber ja klar, auf Dauer ging es schon. Aber nur so, dass man weiß so. Und wir mussten natürlich auch alle davor einen Corona-Test machen, wo ich, by the way, auch sehr, sehr nervös war. Aber stell mal vor, der wäre positiv gewesen, da hätte ich heimfahren müssen. Das war ja in Hamburg und ich wohne in München. Also könnt ihr euch gerne mal auf Google Maps angucken, was das für eine Route ist, also weil ich fahren musste. Die Route ist so lang wie meine Route. Wie bitte was? Ja, also wenn man nach bestem Wissen und Gewissen handelt und die Feuerwehr kommt dann und ist das Problem gar nicht so schlimm, das ist okay. Aber sie haben eben gelogen, da wird's teuer. Ja, ich war das auch gar nicht. Mhm. Eine Umfrage. Moment, ganz kurz, ich guck kurz rein. Sorry, dass ich so viel Pause mache gerade hier im Stream. Wie ist hier Schauspielerei? Leute? Oh, bisher sind alle voll zufrieden. Ey, passt ja alles. Wirklich? Wer soll es denn sonst gewesen sein? Schmalte? Das könnte jeder gewesen sein. Das könntet ihr gewesen sein. Das muss ja nicht mal jemand aus der WG gewesen sein. Das hätte auch jemand ganz anders sein können. Fehler passieren. Andauernd. So. Ich habe hier eine Aufnahme vom Notruf. Alarm! Notfall! 112! Feuer! Wir brauchen Hilfe! Ist das Beweis genug? Tommy, hast du schon mal was in 5W-Fragen gehört? Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum? Ja, hast du schon mal was in Angst und Panik vergessen? Ja, aber also, wir wissen jetzt, dass Tommy den Anruf getätigt hat, oder nicht? Ja, ich war's. Gut. Gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr wisst, dass man nicht ohne Grund die Feuerwehr rufen sollte. So, als nächstes sind uns auch alle einig, dass er nicht nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt hat. Moment mal, ja? Tommys Kopf, der ist eher so fürs Aussehen da. Kann ja keiner wissen, ob in seiner Welt dieser Anruf nicht nach bestem Gewissen getätigt wurde. Oh, Malte. Moment, ich bin nicht dumm. Er hilft ja gerade. Was?
Beweisführung abgeschlossen. Ah, ich bin dumm. Aber Dummheit schützt nicht vor Strafe. Tom hat das Deck entdeckt, ist in Panik geraten, hat die Feuerwehr gerufen und hat extra Feuer geschrien, damit sie eher kommt. Und das ist nicht nach bestem Wissen und Gewissen. Und dass es kein Feuer ist, sieht doch jedes Kind. Gut, ich hab's probiert. Knack schon mal dein Sparschwein. Moment. Warte, wir haben nämlich voll gelobt so. Zieh, was das toll war. Du bist so textsicher. Und ich war so, naja, ich hab ihn halt mir vorher mal durchgelesen. Und dann so, ja, aber es kommen voll viele YouTuber her, die können ihren Text überhaupt nicht. Und dann muss man am Set den erst üben. Ich bin so, ja, okay. Dabei war ich gar nicht mal so textsicher. Also gerade diese längeren Passagen habe ich oft sehr gerne mal verkackt. Und erst mal dritten, vierten Versuch hat es mal geklappt und so. Aber ja, ja. Und ein kleiner Funfact so. Kannst du dir kurz auf die Schulter klopfen? Jo. Ich bin textsicher, Leute. Ich glaube, ich habe halt ein bisschen Übung durch meine Filme und so. Ja. Durch Bavarias. Durch Bavaria-Film auch, genau. Bei Bavarias war ich auch teilweise mal zu Gast als Schauspieler und so. Irgendwann kommt man so ein bisschen in Übung, sich so Texte zu merken. Das ist wie, als würde man jeden Tag ein Gedicht lernen. Irgendwann kann man es, dass du es noch einmal durchlesen, schon auswendig kannst. So ein bisschen Text lernen und üben. Mhm. Ja. Zu Tommy eine kleine Geschichte. Ich kannte ihn gar nicht davor. Und er ist dadurch bekannt geworden auf YouTube, da er ja so ein bisschen über seine Homosexualität geredet hat. Aber ich fand persönlich, wie er mit dem Thema Homosexualität umgeht, im Privat jetzt, voll genial. Weil wir haben einfach gequatscht und dann haben wir über das Thema Corona geredet, weil wir einen Corona-Test ja eben machen mussten und so. Dann hat er erzählt, dass er eben Corona schon mal hatte, dass bei ihm das total schlimm war. Und dass eben sein Mann sich halt da um ihn gekümmert hat währenddessen, sonst war er voll dankbar. Und nur so habe ich erfahren, dass er eben homosexuell ist, weil er einfach nebenbei einfach so, als wäre es normal, weil es ja normal ist, das einfach gesagt hat. So, mein Mann hat sich um mich gekümmert. Und ich war so, ah, interessant. Habe ich nebenbei die Impfung bekommen. Und ich finde es irgendwie so schön, wenn man einfach das, würde ich gerne mehr. Auf jeden Fall. Schöner. Schöner, als wenn man sagt so, ach ja, by the way, ich bin homosexuell. Das juckt ja keine Sau. Man kann, es war cool, wenn einfach jeder das einfach ganz normal findet und das einfach ganz normal irgendwann gedroppt wird. So wie ich ja auch mich als hetero oute. Auch versehen, wenn einer rausmeldet, ach, das ist Theos Freundin. Also das würde ich auch super, super schön finden, wenn es irgendwann alle so machen würden. Also erstens die Leute, die hetero sind und Leute, die nicht hetero sind, dass einfach so alles so normal wird, dass man einfach, dass es einfach nicht nennenswert ist, sondern einfach von alleine sich irgendwann ergibt, so, ah, okay, cool zu wissen nebenbei. Aber für mich ist auch kein, was? Du bist nicht hetero? Das habe ich ja gar nicht gewusst, weil es ist... Wow, das ist ja eine krasse Info, muss ich gleich mal... Muss ich gleich mal deinen Kanal abonnieren. Hast du schon meine Brust gesehen? Schon sexy, so. Bist du sicher, dass es nicht nur eine Phase ist? Okay, schauen wir weiter. Ich bin dafür, dass die Strafe von der Person bezahlt wird, die auch für das Leck verantwortlich ist. Weil ohne Leck gäbe es gar keinen Anruf und gar keinen Notfall und auch somit kein Problem, oder? Also wie das unter euch ausmacht, ist mir nicht egal, aber ja, klingt vernünftig. Nein, das klingt nicht vernünftig. Außerdem ist es doch unmöglich festzustellen, wer für den Wasserschaden verantwortlich ist. Dafür gibt es unendlich viele Gründe. Oh, das sehe ich anders. Hä? Das hatten wir doch schon. Nein, du musst Stopp sagen. Achso, Stopp. Nein, nicht jetzt. Ich mach nochmal. A. Stopp. W. Jungs, wer von euch hat meine Chips gegessen? Ich will Namen hören, ich will Entschuldigung hören und dann will ich hören, dass ihr irgendwann wieder einkaufen geht, um mir neue Chips zu kaufen! Bitte? Malte kann so gut ragen. Moment, ich hab nix gemacht. Okay, ja, manchmal rege ich mich vielleicht auf, aber es ist doch absolut lächerlich zu glauben, dass ich mit meiner Stimme ein Loch in die Decke mache. Also ich finde das gar nicht so lächerlich. Ja, es ist auch so ein kleines Kompliment, ne? Wie viel kostet so eine Strafe? So ungefähr 1000 Euro. Ja, cool. Dann würde ich vorschlagen, dass ihr Jungs das einfach untereinander aufteilt. Nein. Ja, mir fällt da nämlich auch noch jemand ein, der die Decke mal titriert hat. Was meinst du? Wenn die Masse blubbert, in die Hände nehmen und so eine Kugel formen. Oh, heiß. Ha, nicht mehr heiß. Sieht aus wie ein Flummi. Aber es hat auch geblubbert. Ich nenn's Flubber. Junge, was? Aua! Da ist ein Eichhörnchen bei uns in der Wohnung. Das war kein Eichhörnchen. Doch, und es hat mich mit Nüssen oder so beschmissen. Das ist mein Flummi. Ja, dann sag ihm, dass man hier in dieser WG eigentlich immer alleine badet. Alter, geil, ich wollte schon immer mal einen guten Flummi sehen. Zeig mal, was der kann. Nichts leichter als das. Soundeffekte und hier Visual Effects Pros hier, ne? Gut, das klingt ja fast nach mutwilliger Zerstörung der Zimmerdecke. So nämlich. Mein Gerage war nämlich nur versehentlich. Mein Flummi war auch nur ein Versehen. Du hast aus Versehen nach Rezepten Flummi gekocht? Das sollte ein Käsekuchen werden. Also, mir ist ja völlig egal, wer ja von euch hier was zahlt. Hauptsache irgendwer zahlt.
Okay, gut. Dann hole ich mich. Ich schaue sexy aus. Wir hatten dir die Haare geschnitten, du. Ach, du hast die Haare geschnitten, ja. Aber da war auch eine Visagistin. Aber ich finde, ich sehe schrecklich aus. Ich schaue aus wie ein 30-Jähriger. Ich ja, will nicht. Sind doch alle 30, oder nicht? Ja, klar, sind alle 30 und ich ja auch. Aber ich will nicht aussehen wie 30. Ich will aussehen wie Mitte 20. Aber so fühle ich mich auch. Tommy, kommst du? Warum ich denn jetzt schon wieder? Ja, wer von uns beiden weiß denn, wo mein geheimes Geldversteck ist? Du oder ich? Ach, stimmt. So, einmal umdrehen. Nee, einmal weggucken. Ja, bitte. Na toll. Dafür hat er jetzt so lange gespart. Er? Ich, dafür habe ich so lange gespart. Ja, vielleicht kann ich eine Kleinigkeit dazugeben. Du bist toll. Da links, links, Feuer. Rechts, rechts. Links. A, zum Feuern, A, Feuer. Ja, rechts oben. Ah, das ist das Geilste bei solchen Filmen, wenn Leute was zocken und so wahllos Knöpfe rumgeiern immer so. Bei jeder komischen Serie immer, wenn immer Leute was zocken, dann klicken die aber wild auf den Tasten rum so und drehen am Stick irgendwie ganz wild. Und als Gamer ist immer so, was spielen die denn da? Street Fighter? Bisschen Beeilung hier mal bitte. Ich hab hier nichts Zeit heute. Feuer! Wieso? Sie haben natürlich gar nichts gespielt, da war nichts also am Fernseher. Ganz ehrlich, bei Super Smash schaue ich genauso aus. Da ja, bei Smash, keine, klar, da ist bei Kampfspielen vielleicht ein bisschen. Da wird einfach nur. Aber oft sieht man ja am Bildschirm einen Shooter oder so und dann Gegenperspektive und alle drücken so wild rum. Ja. Ich bin so, was machen die da? Wenn nicht jeder ruft wegen ein paar Wassertropfen vielleicht einen Notruf, hätten wir richtige Probleme zu lösen. Feuer! Es brennt! Es brennt! Es brennt in der Küche! Nein! Ich glaube, es hackt. Klar, ich habe gesagt, wenn es brennt, dann kostet es nicht. Warte mal, diese Szene hier habe ich ein paar Mal gemacht und die habe ich sogar recht lange gestaged. Also das waren vielleicht 5 Sekunden jetzt im Video. Aber ich selber habe da voll lang rumgetan, weil der Kanal hat einfach ausgerufen, der mich einfach da filmen lassen, ewig lang tun lassen. So, ja, je mehr Material wir haben, desto besser. Vielleicht, keine Ahnung, wie lange wir es reinschneiden und so. Und irgendwie so nach gefühlt 30 Sekunden irgendwann so, ja, Cut. Und alle haben sich gepisst vor Lachen so. So, Junge, gibst du Vollgas? Aber ich war so, ja klar, wenn es brennt, dann sprintet man schon rein hier so. Ja. Ich glaube, es hackt. Klar, ich habe gesagt, wenn es brennt, dann kostet es nichts, wenn die Feuerwehr kommt. Aber es war doch kein Grund, gleich hier ein Feuer zu legen. Also, kommt schon, wer war's? Sag, los jetzt. Ja, irgendwann muss doch gewesen sein. Aber wir waren doch alle hier. Das müsst ihr erst mal beweisen. Ja, wo sind die Überwachungskameras der Nachbarin, wenn man die mal braucht? Gut, wenn es mir keiner sagen will, dann holen wir meine eigenen Beweise. Los, zeig eure Hände her. Sehr gepflegte Hände. Also ich würde mich gerne als zweiter Detektiv anbieten. Ich habe da so einige Erfahrungen gesammelt. Obwohl der Nagel nicht ganz akkurat geschnitten ist. Ja, das ist mir auch direkt aufgefallen. Halt die Backen, Tommy. Wir lassen den Feuerwehrmensch jetzt seine Untersuchung machen und lassen ihm dafür ein bisschen Raum. Feuerwehrmensch, das ist ja dann auch voll gechannelt hier, ne? Das darf kein Feuerwehrmann mehr sein. Okay, Karten auf den Ärmel. Wer hat das Feuer gemacht? Ich nicht. Ich auch nicht. Hoch und heiliges Vegärenwort, sagt Sieber jetzt, damit wir uns besser schützen können. Vegärenwort. Okay, dann lasst uns aufhören, uns gegenseitig die Schuld in den Peter zu schieben. Wenn wir zusammenhalten, dann kann der uns gar nichts. Tommy hat das Feuer gelegt. Cool, Rätsel gelöst. Ab zur Vorschau von der nächsten Folge. Nein, Moment. Die Leute sind neugierig. Das ergibt keinen Sinn. Tommy war die ganze Zeit bei mir. Er kann das Feuer nicht gelegt haben. Gut. Hanna und Tommy haben das Feuer gelegt. Cool, Rätsel gelöst. Ab zur Vorschau. Nein, das ergibt immer noch keinen Sinn. Ja, was denn dann? Ich? War ich das? Bin ich mächtig? Ah! Klitzekleine Frage. Ist es vielleicht ein Problem, wenn ein Feuerwehrmann Feuer entfacht, wenn er wütend ist? Ja, schon ein bisschen. Da bietet sich doch bestimmt ein guter Deal an. Ja, und was für einer. Diese beiden Wasserkanonen verkaufe ich auf dem WG-Account. Erster Link in der Videobeschreibung. Finanziert sich so eBay-Kleinanzeigen? Nein, das meinte ich nicht, Tommy. Ich meinte... Ja, okay. Mama, ob die überhaupt den Link reingesetzt haben? Doch, safe haben die Link drinnen, oder? Aber zumindest haben die diesen was? Tommy Feuerschiff für euch. Da kommt man doch dann zu dem Link, ne? Ja, genau.
Oh, und Just Legends Werbung hier drin gleich. Die werden sich schon irgendwie finanzieren. So, das ist ja dann... Ich sagen muss, eBay Kleinanzeigen finde ich sogar ziemlich stark. Fast geiler als normale eBay. Ich habe nichts gesehen. Ihr habt nichts gesehen. Ist in Ordnung. Und was ist die Vorschau für die nächste Folge? Willkommen zu How to be Mitbewohner. Das ist das nächste Video, was kommen wird. Heute erkläre ich euch in 1, 2, 3, 4, 5 Schritten, wie ihr zum perfekten Mitbewohner werdet. Schritt 1, Freundschaft. Ja, am besten ist es doch immer, wenn man mit guten Freunden eine WG gründet. Tommy, wir sind keine Freunde. Du meinst es ernst? Wir sind keine Freunde. You've been chasing after dreams. Hannah? Ja, das heißt, wir haben dann bald noch ein Video darauf zu reagieren. Bin sehr gespannt. Vor allem da musste ich One-Taker machen. Also ich durfte, ich habe ein How-to-be gemacht, aber nicht abgesetzt. Ich musste wirklich jeden Schritt durchreden. Und Junge, Alter. Leute! Oh Gott, sorry. Junge, war das schwierig, weil ich bin kein, nicht geübterin. Welchen Pulli? Dein Pulli ganz zum Schluss. Ganz zum Schluss? Ah, der Zeolite-Pulli. Ja, der wird verlost sogar von eBay. Ich sollte den mitnehmen, dass der verlost wird. Das heißt, man kann dann... Das heißt, du haltest ihn auch noch an? Ja. Das heißt, dein Schweiß ist auch noch dran. Es ist ja nicht genau der verlost Oha. Wird. Leute, da würde ich mitmachen. Man kann da was gewinnen, ne? Okay.